Hallo liebe Stillhalter, im zweiten Teil dieser Serie möchten wir nun behandeln, wie sich denn eigentlich der Optionspreis zusammensetzt. Im ersten Video, wir verlinken euch das nochmal darunter, haben wir schon beschrieben, was sind Optionen, was sind Call-Optionen, was sind Put-Optionen und heute möchten wir etwas genauer darauf eingehen, wie denn eigentlich dieser Optionspreis, den wir in den Beispielen willkürlich festgelegt haben, den wir aber auch in den praktischen Beispielen gesehen haben, wie der sich eigentlich zusammensetzt. Und zwar geht es darum, wir haben jetzt mal hier nochmal einen Ausschnitt aus der Optionskette und sehen jetzt hier eine Call-Option mit einem 220er Strike und die hat jetzt hier einen gewissen Preis. Der Preis beträgt ungefähr 40 Dollar. 40 Dollar mal die 100 Aktien sind 4000 Dollar. Aber grundsätzlich, und das ist eine Faustformel, die ihr euch einfach merken solltet, setzt sich der Optionspreis zusammen aus dem inneren Wert und dem Zeitwert. Das heißt, der Optionspreis beträgt hier diese knapp 40 Dollar, die sich wiederum aus dem Zeitwert und aus dem inneren Wert zusammensetzen. Und was das genau ist, das schauen wir jetzt an. Und starten mal mit dem inneren Wert. Und wir haben jetzt hier wieder unser theoretisches Beispiel der Call-Option. Die Aktie steht bei 100, wir haben 100er Call und diese Option hat jetzt hier einen gewissen Preis. Was passiert jetzt aber, wenn die Aktie weiter steigt und unsere Option geht ins Geld? Das heißt, der Preis steht jetzt hier bei 120. Es macht Sinn für den Optionsinhaber, für den Käufer der Option, diese Kaufoption auszuüben, dass er dann 100 Aktien von diesem Underlying, also von dieser Aktie, für einen Preis von 100 Dollar erhält, obwohl sie gerade am Markt für 120 notiert. Und am Ende der Laufzeit, und wenn das jetzt hier eben der Fall ist, dass die Option nicht wertlos verfällt, also es macht in diesem Fall ja Sinn, für den Inhaber der Option sein Kaufrecht zu ziehen, dann hat die Option einen sogenannten inneren Wert. Und dieser innere Wert, der berechnet sich bei einer Call-Option aus der Differenz zwischen dem aktuellen Preis der Aktie, das sind jetzt hier die 120 Dollar, und dem Strike der Option, das sind jetzt hier der 100er Call. Das heißt, wir haben 120 minus 100 ergibt 20 mal der Multiplikator, also mal die 100 Aktien, ergibt 2000 Dollar. Das heißt, weil diese Option hier einen inneren Wert hat, weil sie am Ende der Laufzeit ins Geld gelaufen ist, das heißt, es macht Sinn für den Inhaber, sein Recht auszuüben, hat sie am Ende der Laufzeit hier einen Optionspreis in Form des inneren Wertes von 2000 Dollar. Um das noch etwas zu vertiefen, machen wir jetzt wieder wie beim ersten Video den Schwenk in die Trader Workstation und schauen uns das mal für eine praktische Option an. Denn in diesem theoretischen Beispiel haben wir jetzt ja davon gesprochen, dass die Option einen inneren Wert hat an dem Verfallstag. Aber Optionen können auch schon zu jeder Zeit, also nicht nur am Verfallstag, diesen inneren Wert haben. Wir haben jetzt hier wieder die Option mit 65 Tagen. Die Aktie hat zuletzt bei knapp 260 Dollar notiert. Und jetzt nehmen wir einfach mal eine 240er Call-Option heraus. Das heißt, hier ist es jetzt so, die Aktie notiert bei 260 Dollar. Aber die Call-Option liegt hier unterhalb des Preises. Das heißt, wir haben jetzt hier eine 240er Call-Option. Und jetzt ist es so, der Händler, also der Inhaber dieser Call-Option, also wer die jetzt hat, auch wenn die Laufzeit noch nicht zu Ende ist, dürfte jetzt bereits zum Beispiel sagen, okay, die Aktie notiert zwar bei 260, ich mache aber von meinem Kaufrecht Gebrauch und bekomme jetzt 100 Aktien dieses Underlyings, also in dem Fall der Microsoft-Aktie, in mein Depot gebucht für 240 Dollar. Jetzt wäre das natürlich eine super Sache, wenn ich das einfach jederzeit machen könnte. Ich sage, okay, die Tesla-Aktie, die irgendwo bei 500 Dollar notiert, ich möchte die jetzt gern für 200 Dollar kaufen oder ich möchte es am liebsten gern für 1 Dollar kaufen. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Dementsprechend ist natürlich diese Option hier, die 240er-Option, sehr, sehr teuer. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine 280er Option mal als Vergleich heranzieht, dann hat ja diese nur einen Preis von hier knapp 2 Dollar. Die 240er Option hat einen Preis von 22 Dollar.
also das Zehnfache. Aber das liegt ja auch daran, weil die 280er Call-Option, da muss ja die Aktie auch erstmal steigen, dass es für mich als Inhaber der Call-Option Sinn macht, diese Option auszuüben. Wenn ich jetzt die momentane Situation betrachte und natürlich würde ich dann sagen, okay, ich würde jede Aktie gern am heutigen Tag, die bei 260 an der Börse notiert, für $240 oder weniger kaufen, muss dafür aber auch eine entsprechend hohe Optionsprämie, einen Optionspreis bezahlen. Und das erkennt ihr jetzt hier. Also der Optionspreis für diese Aktie, wir machen die andere mal wieder weg, beträgt, wurde zuletzt gehandelt bei $22 pro Aktie. Das heißt, diese Option kostet, runden wir es ab, $2.200, weil wir es ja mal 100 nehmen müssen. Und dass diese $2.200, die kommen auch nicht von ungefähr, denn diese Option notiert im Geld. Das heißt, der Strike ist unterhalb des Preises und die Aktie hat damit oder die Option hat damit ja schon mal einen Wert von der Differenz der Strikes, also 260 minus 240 sind $20, was ja diese Option bereits wert ist. Denn wenn ich jetzt die Option sofort ausüben würde und die Aktien für den günstigen Preis bekomme und verkaufe sie direkt wieder, na, dann habe ich ja $2.000, also die Differenz der Strikes, 20 Punkte mal 100 sind 2.000, als sofortigen Gewinn realisiert. Und dementsprechend muss auch oder ist der Optionspreis bei so einer Option hier mindestens dieser sogenannte innere Wert. Also, das heißt, wir haben jetzt ja hier 260 ist der aktuelle Preis, minus 240 ist der Call Strike, sind $20. Und diese $20, das ist der sogenannte innere Wert. Jetzt beträgt der Optionspreis aber 22, ein bisschen was, also ein bisschen mehr als die 20 innere Wert. Was das ist, ist nämlich der sogenannte Zeitwert. Da kommen wir dann gleich noch darauf. Jetzt fragen wir aber mal umgekehrt, was wäre denn jetzt mit einer Option, wie wir es vorhin gesagt hatten, mit der 280er Option? Also wir nehmen jetzt zum Beispiel diese Option hier. Hat denn die dann einen inneren Wert? Also das heißt, das wäre ja dann hier ein Strike, der würde hier oben notieren. Und diese Option, die hat keinen inneren Wert, weil nochmal zur Erinnerung, würde es jetzt Sinn machen, eine Kaufoption für 280 sich ausüben zu lassen, während die Aktie bei 260 steht. Das macht keinen Sinn und deswegen hat so eine Option auch keinen inneren Wert. Die Frage ist jetzt natürlich, okay, ich habe jetzt hier aber trotzdem einen Optionspreis, der knapp $2 beträgt. Woher kommt der dann? Und der Optionspreis ist ja der innere Wert plus der Zeitwert. Der innere Wert ist in diesem Fall 0, weil es keinen Sinn macht. Das heißt, diese $2 hier sind der reine Zeitwert dieser 280er Call-Option. So, jetzt gehen wir mal wieder in die Folien und schauen uns das Ganze für die Put-Option an. Da funktioniert es genauso, nur umgekehrt. Bei der Verkaufsoption, bei der Put-Option, haben wir hier wieder den Aktienkurs, der bei $100 steht und wir handeln jetzt einen 100er Put. Wieder mit einem Monat Laufzeit und er kostet $1.000. Jetzt fällt die Aktie und was ist ja dann der Fall? Wir dürfen als Inhaber der Verkaufsoption unser Verkaufsrecht ausmachen, ausüben und unsere Aktien für 100 statt dem aktuell am Markt gegebenen Preis von 80 verkaufen. Und deswegen ist auch diese Option im Geld. Eine Ausübung macht Sinn. Und der innere Wert berechnet sich hier genau umgekehrt zur Call-Option. Denn hier wird nun der Strike-Preis genommen, also die 100 minus der aktuelle Preis, das sind jetzt hier die 80, und das beträgt dann $20, wieder die Differenz, mal 100 Aktien sind $2.000. Das heißt, auch diese Option hat jetzt hier einen inneren Wert von $2.000. Was wäre denn im umgekehrten Fall, wenn jetzt am Ende der Laufzeit der Preis bei 110 oder bei 100,5 stehen würde?
dann würde auch diese Option wieder wertlos verfallen. Eine Ausübung macht keinen Sinn und dementsprechend ist auch der innere Wert dann gleich 0. Jetzt springen wir wieder in die TWS und schauen uns an, wie sich da das Ganze in der Praxis verhält. Wir haben jetzt wieder die Option mit 65 Tagen gewählt und der Aktienpreis steht ja bei 260 und wir nehmen uns jetzt mal hier den 280er Put heraus. Das heißt, wenn ich jetzt am heutigen Tag habe jetzt 100 Aktien von Microsoft im Depot und ich sage, okay, ich könnte die jetzt aber auch für 280 verkaufen, wenn ich dieses Recht habe, dann wäre das ja ein super Deal, weil dann könnte ich die Aktie für 20 Dollar mehr pro Aktie verkaufen, als sie heute tatsächlich gehandelt werden. Und ihr könnt es euch schon denken, das Ganze ist natürlich wiederum kein Free Lunch. Das heißt, der Optionspreis ist auch in diesem Fall hier sehr teuer. Denn der Optionspreis beträgt jetzt hier knapp 23 Dollar. Wenn wir mal überlegen würden, okay, wir kaufen uns so eine Absicherung, wie wir es im ersten Video gemacht haben, für 250 Dollar, also wo der Strike hier unterhalb des aktuellen Preises der Aktien notiert mit 250, dann muss ja der Preis auch erstmal hier darunter laufen, dass dieses Verkaufsrecht Sinn macht. Weil ich verkaufe ja keine Aktie für 250 Dollar, wenn ich sie aktuell für 260 verkaufen kann. Und dementsprechend, wenn ich jetzt hier den 250er Preis nehme, der ist natürlich sehr, sehr viel geringer. Und jetzt gucken wir nochmal an, also bei dem 280er Put beträgt ja der Optionspreis knapp 2350 oder 2360 Dollar. Und der Optionspreis ist ja immer der innere Wert plus der Zeitwert. Und der innere Wert ist in diesem Fall wieder die Differenz zwischen Strike und Preis. Nur diesmal muss ich im Strike minus Preis nehmen, beim Call ist es genau umgekehrt. Das ist in diesem Fall hier 20 Dollar und von diesen 23,60, also von dem Optionspreis, sind schon mal 20 Dollar dieser sogenannte innere Wert, den diese Aktie hat. Die Option hier, der 250er Put, der notiert ja unterhalb des aktuellen Preises, das heißt, die Option hat keinen inneren Wert und somit sind diese 6,20 Dollar hier der reine Zeitwert. Und jetzt müssen wir dazu noch, also jetzt haben wir definiert, was ist denn der innere Wert, wie setzt sich das überhaupt mit dem Optionspreis zusammen. Und diese ganzen Strikes, die wir hier eben auf der linken Seite sehen, die haben auch nochmal eine bestimmte Namensklasse, die wir auch noch einführen müssen, weil das ist was, was ihr immer öfters hören werdet. Und zwar haben wir jetzt ja hier den 260, das ist unser aktueller Preis und wir haben den 280er Put, der einen inneren Wert hat und diese Option, weil sie einen inneren Wert hat, heißt in the money Option. Sie ist im Geld. Eine Option, die wir hier darunter liegt, die keinen inneren Wert hat, also damit eine Optionsausübung auch Sinn macht, muss sie in der Regel einen inneren Wert haben. Diese Option heißt Out-of-the-Money-Option, weil sie aus dem Geld liegt. Deswegen ist das hier oben so In-the-Money, ITM, und hier unten, das ist Out-of-the-Money. Und dann gibt es noch einen Spezialfall, und zwar, wenn der Preis der Aktie genau auf dem Level des Strikes liegt. Das kommt jetzt aber hier auch nicht auf die Kommastelle an, sondern plus minus ein Dollar. Wir haben auch gesehen, bei der Microsoft-Aktie beträgt der Preis ja eigentlich 258 und ein bisschen was. Aber wenn das ungefähr sich matcht, das heißt der Preis und der Strike ungefähr gleich sind, in diesem Fall wäre das ja hier der 260er Strike, dann sprechen wir dabei von einer At-the-Money-Option. Das ist dann eine Option, die genau am Geld liegt und gerade dann keinen inneren Wert hat. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, der Preis ist 260, der Strike ist 260, 260 minus 260 ist genau 0. Das ist dann eine sogenannte At-the-Money-Option. Das findet ihr jetzt hier nochmal in der Übersicht. Es gibt, wie gesagt, In-the-Money-Optionen. Sie haben einen inneren Wert, die Option ist im Geld,
Out-of-the-Money-Option, das ist übrigens auch das, was wir hauptsächlich handeln. Wir handeln hauptsächlich Out-of-the-Money-Option als Verkäufer. Das ist eine Option, die aus dem Geld ist, die hat keinen inneren Wert. Und wenn der Strike genau dem Preis des Underlyings entspricht, das heißt, die Option gerade keinen inneren Wert hat, dann ist es eine sogenannte At-the-Money-Option. Was man sich dann noch merken sollte, ist, je höher so eine Option im Geld ist, also je tiefer sie im Geld ist, also im Fall der Microsoft-Aktie, wenn ich eine 400er Call-Option hätte, Put-Option natürlich hätte, dann ist auch der innere Wert entsprechend größer und damit auch der Optionspreis recht groß. Jetzt hatten wir aber gesehen, es gibt ja bei den Out-of-the-Money-Optionen, also im Beispiel unseres Microsoft-Puts, Aktie 260, ein Put vielleicht für 200, gibt es ja trotzdem einen Optionspreis. Und es kann ja damit kein innerer Wert sein, der diesen Optionspreis maßgeblich bestimmt, weil diese Option hat keinen inneren Wert, sie ist out of the money. Das heißt, dieser Optionspreis muss aus etwas anderem bestehen. Und das ist der sogenannte Zeitwert. Zur Erinnerung, Optionspreis ist innerer Wert plus Zeitwert. Und dieser Zeitwert, der hängt von ganz vielen Faktoren ab. Also da geht es zum Beispiel auch um Volatilität, um wie weit ist denn diese Option tatsächlich weg von dem aktuellen Preis. Es geht auch um europäische Auswirkungen. Also es gibt ganz viele Einflussfaktoren, aber ich möchte jetzt hier das Ganze vereinfachen und mal so einen, ich denke, am einfachsten verständlichen Einflussfaktor, und zwar die sogenannte Restlaufzeit. Das möchte ich jetzt hier in dem Zeitwert beschreiben. Das ist zwar nicht hundertprozentig korrekt, weil es wie gesagt noch ganz viele weitere Einflussfaktoren gibt, aber ich denke, zur Veranschaulichung und zum ersten Einstieg ist es eine geeignete Größe. Und wir wissen ja, eine Option ist ein Termingeschäft. Das heißt, das hat eine gewisse Laufzeit und wir hatten gesehen, es gibt Optionen mit 0 Tagen, es gibt aber auch Optionen mit 700 Tagen. Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn ich sage, okay, ich möchte mir zum Beispiel jetzt eine Absicherung kaufen, eine Put-Option kaufen, und ich möchte mich damit jetzt über 2 Jahre gegen fallende Kurse absichern, dann kostet es natürlich mehr Geld, als wenn ich mich nur für eine Woche absichern möchte. Und da spielt eben dann genau dieser Zeitwert ins Spiel. Innerer Wert hat man erklärt und der Zeitwert. Und jetzt, wenn wir diese Formel auflösen, nach dem Zeitwert, dann ist der Zeitwert die Optionsprämie minus der innere Wert. Und jetzt hat man auch schon gesagt, okay, eine Out-of-the-Money-Option, die hat ja gar keinen inneren Wert. Das heißt, diese Komponente fällt hier komplett weg und der Zeitwert entspricht dann gleich der Optionsprämie. Und wenn ich jetzt hier eine gewisse Laufzeit habe, also wenn ich jetzt hier 700 Tage habe oder wenn ich aber auch nur einen Tag habe, dann hat es natürlich jetzt hier auf diesen Zeitwert bei einer Out-of-the-Money-Option, gilt natürlich auch für In-the-Money-Option, einen gewissen Einfluss. Grundsätzlich kann man aber sagen, je länger diese Laufzeit ist, desto höher ist der Zeitwert auch. Beziehungsweise mit abnehmender Restlaufzeit nimmt auch dieser Zeitwert ab. Und das Ganze kann man sich jetzt auch in der Grafik veranschaulichen. Denn dieser Zeitwertverfall ist schon ein bisschen komplexer, als man vielleicht auf den ersten Blick meint, aber es ist, ich denke, mit dieser Grafik recht gut zu erklären. Und zwar sehen wir jetzt hier auf der linken Seite die Größe des Zeitwerts. Also das könnten 2 Dollar sein, 3 Dollar, 4 Dollar, 5 Dollar. Und auf der Unterseite die verbleibende Laufzeit dieser Option. Also es startet jetzt hier mit 90 Tagen, dann nur noch 60 Tage, 30 Tage und 0 Tage. Und an 0 Tagen, da verfällt sie dann entsprechend. Und ihr seht auch, der Zeitwert, der geht mit der Zeit immer weiter nach unten. Jetzt könnte man aber vielleicht denken, okay, wenn ich jetzt 100 Tage Laufzeit habe, dann ist der Zeitwert eben nach 50 Tagen, also nach der Hälfte der Laufzeit, auch nur noch die Hälfte wert. Das stimmt aber nicht, denn der Zeitwertverfall ist ein bisschen komplexer und ihr seht es hier, und zwar am Anfang, also wenn ich jetzt hier bei 90 Tagen starte, ist dieser Zeitwertverfall sehr langsam. Ihr seht, wir haben jetzt hier dann zwischen 90 und 60 Tagen mit 30 Tage Abstand, aber der Zeitwertverfall, der bröckelt hier nur ganz langsam vor sich hin. Hingegen zum Ende der Laufzeit wird er dann immer schneller. Und das ist hier mit dem schnellen Zeitwertverfall. Das heißt, ihr seht, der Unterschied zwischen 90 und 60 Tagen ist relativ klein, zwischen 60 und 30 Tagen ist schon etwas größer und den größten Zeitwertverfall,
den habe ich dann tatsächlich ganz am Ende der Laufzeit. So, und jetzt fügt sich vielleicht schon auch das ein oder andere Puzzlestück für euch zusammen, weil wenn wir dann auch auf Stillhalterstrategien kommen und Optionen verkaufen, dann könnt ihr euch ja vorstellen, wir verkaufen dann Out-of-the-Money-Optionen, wir verkaufen reinen Zeitwert. Was möchten wir? Wir möchten den Zeitwert so schnell wie möglich einkassieren. Das heißt, wir orientieren uns beim Optionsverkauf vor allem hier in dem vorderen Bereich, wo wir schnellen Zeitwertverfall haben. Aber der tatsächliche Handel ist dann nochmal ein anderes Thema. Es geht ja hier darum, erstmal die Grundlagen zu festigen. So, jetzt gucken wir uns das wieder an einem Beispiel an. Für unsere Microsoft-Optionen, wir belassen es jetzt mal nur auf der Put-Seite, also wir nehmen uns jetzt einen Out-of-the-Money-Put her, und zwar den 240er-Put. Der hat ja, weil der Preis unterhalb oder der Strike unterhalb des Preises liegt, hat ja keinen inneren Wert. Das heißt, der Optionspreis hier, Bid und Ask, sind 3,50 auf 3,80. Das heißt, der letzte Optionspreis war hier bei knapp 3,60. Die Option hat reinen Zeitwert und hat einen Preis von 3,60. Also das ist der Zeitwert. Und wenn wir jetzt uns überlegen, okay, wir sichern damit vielleicht unsere Microsoft-Position ab. Das heißt, wir haben, wenn die Aktie auf 200 fällt oder auf 150 fällt, haben wir ja das Recht, die Aktie bei 240 zu verkaufen. Aber eben nur 65 Tage lang. Wir merken uns jetzt mal, okay, diese Option hat einen Preis von 3,60. Wenn ich jetzt mal in die nächste Laufzeit gehe, also in 93 Tagen, ein knapper Monat später, dann kostet die Option bereits hier 5 Dollar. Also ist etwas teurer, dafür habe ich eben dann auch dieses Verkaufsrecht einen Monat länger im Depot. Jetzt nehmen wir mal eine Option, die hier nur noch eine kurze Laufzeit hat. 240er Strike mit 2 Tagen Restlaufzeit, also ganz kurz, die hat nur noch 7 Dollar. Also der Optionspreis beträgt ja 0,07, also einen ganz, ganz kleinen Zeitwert. Warum? Weil wir eben nur noch 2 Tage haben. Wenn ich jetzt auf 9 Tage gehe, kriege ich immerhin schon 21 Cent pro Aktie. Wenn ich auf 240 auf 16 Tage gehe, dann bekomme ich eben schon 47 Cent. Und so setzt sich das fort. Oder wenn ich jetzt mal gucke, wenn ich mich hier ins neue Jahr hinein absichern möchte mit 219 Tagen, dann kostet die Option 11 Dollar. Und deswegen, je länger die Laufzeit ist, desto größer ist dann eben auch dieser Zeitwert, weil der maßgeblich von der Restlaufzeit abhängt. Der Optionspreis ist aber am Ende vom Tag leider doch noch ein bisschen komplexer. Das ist jetzt nicht schlimm, aber es gibt noch weitere Einflussfaktoren. Da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Wir haben dazu euch auch mal das ein oder andere Video schon gemacht. Zum Beispiel, was hat es mit Dividendenausübung zu tun und Ausübungstyp und so weiter. Aber was ihr jetzt verstanden haben solltet, ist, dass der innere Wert, der hängt ja vor allem davon ab, wie steht der Kurs des Underlyings und wie steht mein Strike? Also im Prinzip diese beiden Faktoren hier. Das ist eine relativ konstante Größe oder das ist eine konstante Größe. Aber gerade beim Zeitwert wird es etwas diffiziler, also breit gestreuter. Das hängt zum einen sehr stark von der Restlaufzeit ab. Und wir haben auch gesehen, das geht nicht dann linear runter. Also nicht nach 100 Tagen oder nach 50 Tagen habe ich dann nur noch die Hälfte der des Zeitwerts. So ist es nicht, sondern wir haben mit langer Laufzeit einen langsamen Zeitwertverfall und mit kurzer Laufzeit einen schnellen Zeitwertverfall. Dann gibt es natürlich noch das Thema implizite Volatilität. Um es in möglichst wenigen Worten zu beschreiben, wenn natürlich jetzt gerade mega viel Panik an den Märkten ist, dann ist auch so eine Verkaufsoption wie so eine Put-Option, die eine Absicherung ist, deutlich teurer. Das ist dann das Thema Volatilität im Markt. Aktuell Mitte Juni 2021 ist die Volatilität sehr gering. Wer sich aber mal den Corona-Crash anguckt, März 2020, da war die Volatilität sehr hoch und das hat natürlich dann auch einen starken Einfluss auf den Optionspreis. Dann gibt es noch Dividendenzahlungen. Zahlt eine Aktie Dividende, ja oder nein? Das ist vor allem bei Call-Optionen und wenn ich eine Strategie wie einen Covered Call handle, interessant. Und welchen Ausübungstyp haben diese Optionen? Es gibt nämlich Aktien mit Aktienoptionen oder auch Indexoptionen mit europäischem und amerikanischem Ausübungstyp. Das hat auch nochmal einen Einfluss. Und es gibt sogar hier noch einen Einfluss, der ist aber so gering, den haben wir hier gar nicht aufgelistet. Das ist der Zinseinfluss, also wie der aktuelle Leitzins steht.
So, wir hoffen, euch haben diese Einführungsvideos zum Thema Optionshandel weitergeholfen, einfach mal einen kompakten Einstieg in dieses Thema zu bekommen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt die uns gerne darunter. Dann machen wir auch noch weitere Folgevideos dazu. Und wenn ihr mehr Interesse am Optionshandel habt, wir haben ein paar E-Books auch schon geschrieben. Wir veröffentlichen im Newsletter immer wieder aktuelle Informationen. Wer ein bisschen tiefer reinschauen will, kann sich da auch auf unserer Website umschauen. In diesem Sinne danke ich euch für die Aufmerksamkeit und freue mich vielleicht auf den einen oder anderen, den auch mal persönlich kennenzulernen. Bis bald!